Wir wissen noch nicht, ob hier irgendwelche Geheimnisse sind oder so. Nope, okay. Na gut, dann kann ich auch wieder gehen, denke ich. Messer und irgendwelche Sensen haben wir ja schon. Also was Material scheint es also nicht so. Spielhalle. Das ist ziemlich der einzige Raum, wo ich noch nicht so richtig checken konnte. Okay, was geht hier ab? Schon wieder Feuerlöscher. Unser alter Freund. Also ich glaube, das alles sein letztes Spiel macht relativ wenig Sinn. Russisches Roulette. Alter. So, wir haben welche Snacks. Okay, Sauferei. Hab's gehört. Okay, weil natürlich ist er letztes versteckt. Sie kann sich öffnen, ernsthaft. Sicherlich. One-Arm-Bandit. Was zum. Okay, egal. Ja, online wird ja unten auch ziemlich schlecht, wie ich denke. Okay, hier brauchen wir also was zum Durchschneiden. Kann ich das Messer nehmen und gut ist? Mit dem Messer wäre es alles doch easy peasy. Aber es ist ja wohl zu einfacher. Ich glaube, ich gehe mal zurück in die Küche. Okay, hier gibt es nichts Neues, nichts Neues. Ja. Nochmal fix in die Küche und danach gehe ich ins Wohnzimmer und guck mal, was der Lothario so treibt. Jetzt genau von uns möchte. Ganz kurz hier was checken. Nee, gut. Dann ist auch egal. Vielleicht finde ich ja irgendwas zum Durchschneiden oder so, aber. Nope. Das fällt aus. Also Living Room. Vielleicht will er uns ja endlich einen Raum zeigen. Was da drin ist. Oh oh, die Musik ist schon düster. Ah, da bist du ja. Geht's dir jetzt besser? Naja, nicht zu schlecht. Ich denke jetzt nicht überall diese schlechten Sachen nach. Ich nehme mich mit zu einem besseren Platz. Kannst du etwas zuerst verraten? Natürlich. Du sagst, du bist ein Klon. Ja, das ist richtig. Warte. So als den Klon, den ich in einer Zeile getroffen habe. Du sagst, dass es sozusagen ein Ich vor dir ist. Warum ist er denn so geworden? Es ist, wie es ist. Um nur ein Ich zu jeder Zeit in der Welt zu schaffen, zu haben, mache ich auch immer nur eine Erinnerung, die ich in meinen neuen Klon importiere. Das mache ich, damit ich Schwierigkeiten zwischen mir, meinem Klon und sozusagen der Welt vermeiden kann. Also jedes Mal, wenn ich einen neuen Körper benutze, dann lösche ich die alte Persönlichkeit und Erinnerung im alten Körper. Jedes Mal, wenn ich meine Erinnerung dann transportiere, zerstöre ich den Körper. Allerdings, derjenige, der getroffen ist, ist ein bisschen besonderer. Es gab einen Unfall in einem der Experimente. Dass das erste Mal, dass ich in die Situation gekommen bin. So, wirst du dich noch in der Zukunft weiterhin klonen? Ja, irgendwann habe ich doch angefangen zu altern. Also werde ich einfach jedes Mal meine Personalität, mein Charakter, meine Erinnerungen in den neuen Körper einsetzen. Ist nicht alles schmerzhaft und konfus? Nö, eigentlich nicht. Warum? Naja, weil es ist einfach das, was ich tue. Ja, was machst du denn? Naja, mein Ziel ist, dich glücklich zu machen. Oh, komm schon. Was? Naja, genug geredet. Ich zeig dir jetzt einen guten Platz. Los geht's. Ich dachte, wir würden jetzt die Tür da endlich öffnen. Okay, wir gehen jetzt wieder in die Spielhalle.
Allerdings hat Lothario das Ding ja geöffnet, also. Ah, ein Swimmingpool. Wahnsinn. Was hast du denn noch alles? Ein Swimmingpool ist echt richtig geil. Na, wenn ich das fröhlich mache, dann bin ich das fröhlich. Ich hätte niemals gedacht, dass du so einen Platz hier unten hast. Das ist wirklich cool. Ich hoffe, es wird ja ein bisschen mit der schlechten Erinnerung helfen. Nun ja. Manchmal weiß auch nicht, was ich glauben soll. Oder was ich machen soll. Du musst einfach nur glauben, dass da unendliche Schönheit auf dich wartet. Ja, stimmt. Ich bringe dir einen Swimsuit und dann. Was? Achso, und dann kann man sich dann in so einen Bereich umziehen. Na, dann schieb rüber. Dankeschön. Gut, dass du mitgedacht hast. Yeah, Swimsuit. Einfach gehen. Das wäre so lustig. Ah, okay, wir dürfen schon wieder nicht seltsam agieren. Naja, gut, dann. Alter. Aber haben wir so ein riesen Becken? Da zwei Rutschen. So, hier können wir es umziehen. Jawoll. Achso, das war's schon. Ha. Also, die Typen fallen ein bisschen durch die Augen aus. Safe. Ja, komm, am besten ist halt noch langsamer hoch, bitte. Lächerlich. Nett. Na, Lothario, das gefällt dir, ja? Wow. Absolut schön. Thank you. Alter. Hör doch auf, so zu handeln. Hast du meinen Tag verschönert? Keine Schwimmmanagation. Zieh doch auch um und komm rein. Eigentlich müsste ich um die Zeit des Tages mich um die Kühe kümmern. Vielleicht später. Naja, gut. Kann der vielleicht ins Wasser? Es klonen? Das wäre schon eine legitime Erklärung. Er wird jetzt sich wirklich um die Kühe kümmern oder irgendwo hingehen, um zu weihen. Ich würde sagen, die Kühe sind auch feuerdrahtig gefüttert, denen geht's doch gut. Na, braucht vielleicht ein bisschen Platz. Habe ich was falsch gemacht und was falsch gesagt? Ich sollte vielleicht zur Farm gehen und zu mir und mal gucken, was da los ist. Aber erst noch ein paar Runden schon natürlich. Okay, wir sind schon direkt hinterhergegangen. Oh, was ist mit der Kuh los? Hey, ich bin fertig mit Schwimmen. Ich wollte die Nacht sehen, den Kühen. Hey, hast du Spaß gehabt? Ich habe mich in der Zeit um die Kühe gekümmert. Lothario's Auge sieht ein bisschen rot aus. Du weinst schon wieder. Hast du schon wieder geweint? Deine Augen sehen rot aus. Naja, ist auch wirklich schwer für dir was zu verstecken. Kannst du mir sagen, warum? Nein, nichts. Die Augen von dem Zombie werden auch rot, ne? Ich hoffe mal, dass es nicht das wird. Komm, wir fragen warum. Warum weinst du? Nein, es ist nichts, es ist nur... Was? Was ist denn? Naja, du warst immer so fröhlich. Also? Es hat mich an jemanden erinnert. Wen denn? Flawless? Was? Woher weißt du denn den Namen? Bist du jetzt bereit, mir zu sagen? Nein. Ich werde mich jetzt ums Abendessen kümmern. Bis dann. Zwei Namen. Es scheint, als ob ich die Einzige hier bin, die glücklich ist. Was kann ich denn machen? Ah, ich weiß was. Oh oh.
Okay, die will schon wieder irgendwas kochen. Alles klar, das Rezept können wir uns sparen. Okay, wir können jetzt Mousse-Cake, das ist Käsekuchen. Also ich mache jetzt irgendeinen Kuchen, so wie es aussieht. Okay, cool, und wir können uns wieder frei bewegen. Sehr fein. Ja, da immer noch der Pilz hier. Ja gut, ich gehe davon aus, dass jetzt ja nichts Neues passiert ist. Ich habe auch keine neuen Hinweise auf irgendwas. Oh, okay. Das war's schon wieder. Ja. Den beiden mundet es. Achso, ne, sie macht das noch. So. Sie will jetzt ihre Kochkünste zeigen. Ding Dong. Teufel. Ach, zu Musik. Ja, sie hat einen Kuchen gemacht. Achso. Ich kann den Typen jetzt vergiften? Ich kann den Stinkepilz nehmen. Oder ich kann den Giftpilz nehmen. Ich nehme mal zum Spaß den Giftpilz. Wir vergiften den Typen jetzt einfach. Juhu! Ein paar Stunden später. So, wir sind fertig. Der Giftkuchen ist fertig. Oh Gott, ich fühle mich schlecht dabei. Na, da bist du ja. Ich werde deine Überraschung verraten. Dreh dich um, darfst nicht gucken. Klar. So, folgt mir, aber darfst nicht gucken. So, jetzt darfst du gucken. Wow, ist das. Oh, guck mal. Ja, chinesische Schrift. Nice. So, nimm ein bisschen. Okay. Ja, haut ganz schön gut rein. Und jetzt sind wir der Küchenmeister. So, der Kuchen ist nur für ihn. Ah, mein Magen. geht's dir gut? Was ist denn mit deinem Magen? Es tut mir auf einmal so weh. Was hast du in den Kuchen gemacht? Frische Pilze. Sogar ein 3 Jahre altes Kind weiß, wie man sowas umgeht. Hast du das absichtlich gemacht? Hast du aus Absicht Pilze in den Kuchen gemacht? Ja, habe ich. Ja. Ich hab genug von dir, Bastards. Ich weiß nicht, warum du mich einsperren willst. Du sollst ja die Wahl selbst herausfinden. Also warum brauche ich dich denn überhaupt? Genug gespielt. Zeit ernst zu werden. Du kannst dich alleine raus. Lutario ist dead. Ist dead. Nachdem Lutario gestorben ist, zieht sie ihren Körper in den Fahrstuhl. Nutzt sie die Fingerabdrücke. Doch nach Jahren des Versuchs kommt es trotzdem nicht raus. Warum nicht? Das ist dezent sinnlos. Vorher ging es doch auch beim ersten Versuch. Einfach auf den Kitchen-Button gedrückt und dann. Okay, das war. Okay, gut, dann machen wir diesmal den Stinkepilz. Oder ne, Petal ist eine Blume, Stinkeblume. Mal gucken, was die mit dem machen. Ich habe auch jetzt schon die 20 Achievements frei von 888. Es ist so dämlich eigentlich. So, gibt wieder Kuchen. Muss bitte irgendwie ein bisschen abkürzen. Vielleicht nochmal laden muss. Ist eine Mini-Petal da drauf. So, mal gucken, was diesmal ist.